Willkommen zusammen zu einem weiteren Video der Gamescom 2019. Ich habe jetzt hier eine Skype-Verbindung hergestellt zu der guten Jasmin von Miss Games. Jasmin, ihr habt schon ein Spiel entwickelt gehabt, eine Phishing-Simulation, nämlich Phishing Barren Sea. Nächstes Jahr, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wollt ihr ein neues Spiel bringen, nämlich Phishing North Atlantic. Für alle, die Phishing Barren Sea jetzt nicht kennen, erklärt auch mal, was ist Phishing North Atlantic, was hat es mit der Gameplay-Mechanik auf sich, was ist dieses Spiel? Ja, erstmal hallo zusammen. Wir haben Phishing Barren Sea letztes Jahr im Februar veröffentlicht und wie du schon erwähnt hast, ist es ein kommerzieller Fischerei, also Phishing-Simulator. Die Idee hinter Phishing Barren Sea war, ein einzigartiges Spiel zum kommerziellen Fischen zu entwickeln, wo der Spieler nicht nur einfach ein Boot fahren, sondern auch verschiedene Interaktionen auf dem Boot durchführen kann. Und dann entstand halt dadurch Phishing Barren Sea. Wir wollten aber auch reale Location haben. Und zwar Phishing Barren Sea war ja settet, also in Norden Norwegen, wo du auch die Nordlichter genießen kannst, wo du die unterschiedlichen Fangmethoden kennenlernen konntest, wie zum Beispiel Langleinfischen oder auch Trolling, also Hochseetroller. Und natürlich auch die norwegischen Boote in vollen Zügen genießen konntest, entdecken konntest und bedienen konntest. Wir hatten Lizenzpartner. Und ja, nach dem kleinen Erfolg, wo wir jetzt auch eine Fangemeinde gebildet haben, haben wir beschlossen, unsere Fischereiserie fortzusetzen und haben uns eine andere Region überlegt. Und dieses Mal sind wir nach Kanada quasi. Und ja, Phishing North Atlantic spielt jetzt in Kanada, in Nova Scotia. Und dein Starthafen wird jetzt Yarmouth sein. Und du wirst jetzt andere Fangmethoden kennenlernen. Okay, und jetzt hast du schon genannt, andere Fangmethoden. Welche Fangmethoden werden wir denn kennenlernen? Also, das hat natürlich mit den Fischarten da zu tun, aber erklär doch mal, welche neuen Fischarten gibt es und ja, wie kann ich die überhaupt fangen? Ja, in Phishing Barren Sea war ja so der Hauptfang Kabeljau zum Beispiel oder Rotbarsch. Die wird es jetzt allerdings in Kanada, sind die eher als Beifang, denn Kabeljau existiert schon die letzten 10 Jahre da nicht mehr so. Also der Fischbestand ist enorm zurückgegangen und da versucht auch Kanada dran zu arbeiten, an dem Kabeljau-Bestand. In Kanada wird jetzt mehr zum Beispiel mit Harpoon Tuna gefischt. Okay, also der typische Thunfisch hier in Deutschland sozusagen. Genau, nur dass es dort natürlich riesengroßere Exemplare sind. Okay, wie groß kann ich mir das vorstellen? Also schon deutlich größer oder? Ja, auf jeden Fall. Also schon so 1,5 bis 2 Meter haben sie schon Exemplare gefischt, ja. Und wurde auch dementsprechend auf dem Fischmarkt gehandelt. Okay, jetzt bin ich ja neugierig. Jetzt habt ihr natürlich einige Fischsorten in Phishing Barren Sea gehabt. Werdet ihr welche mit rübernehmen? Oder sagt ihr, wir wollen schon, ich sag mal, realistisch bleiben und es soll auch wirklich nur das in den Gewässern dort sein, ja, was es auch in Kanada zu fischen gibt? Ja, also wir wollen auf jeden Fall realistisch bleiben. Also ich glaube, das macht uns ja auch als Miss Games so einzigartig, dass wir nicht nur reale Regionen verwenden, also Satellitaufnahmen, die in unser Unreal Engine integrieren und anhand dieser Daten dann unsere Welt gestalten. Nein, wir wollen aber auch die realen Fischarten übernehmen. Also Kabeljau zum Beispiel und Rotbarsch ist dort jetzt Beifang, also nicht wie in Norwegen der Hauptfang, womit die Norweger gut Geld verdienen. Wir werden natürlich dann andere Fischarten dementsprechend haben, die typisch in der Region vorkommen. Können zum Beispiel auch Schwertfisch, ja, unter anderem noch einige andere. Okay, da möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten, das ist klar. So, jetzt ist man ja bei euch oder in den Simulator mit dem Boot unterwegs. In Phishing Barren Sea hatte man sehr viele Boote zur Auswahl, also ein kleines Boot, ein großes Boot, ja, auch ein mittleres Boot, also man konnte sich immer hocharbeiten. Ihr hattet auch so ein kleines, ich sag mal, Wirtschaftssystem dabei. Wie sieht's aus mit Phishing North Atlantic? Baut ihr das weiter aus? Was für Bootarten gibt es allgemein? Geht ihr wieder auf große Schiffe, auf kleine Schiffe? Übernehmt ihr auch welche? Viele Fragen, die ich jetzt gestellt habe, aber leg einfach mal los! Ja, also in Phishing North Atlantic wird auch wieder der Wirtschaftsanteil dahinter sein, denn die Fischindustrie ist eine ganz große Wirtschaft, auch in Kanada.
Nur, dass sie halt andere Fischarten fischen. Und es würden kleinere Boote auch geben wieder. Und es wird auch wieder größere Boote geben. Also generell werden das jetzt nordamerikanische Boote und Schiffe sein. Okay, habt ihr da irgendwelche Lizenzpartner gesichert oder ist das schwieriger da? Ja, wir haben auch wieder einen Lizenzpartner gewonnen, und zwar AF Tyrrell & Son aus Kanada. Und die sind auch aus Nova Scotia, und die waren super begeistert von unserem Projekt. Und ja, jetzt dürfen wir einige Exemplare aus denen ihrer Flotte in Fishing North Atlantic präsentieren. Ich glaube, da wird sich der ein oder andere auch sehr freuen. Okay, cool. Habt ihr denn so die Anzahl der Boote gleich behalten oder sind es weniger, sind es mehr, so, dass wir so einen kleinen Vergleich ziehen können, was erwartet den ja, Fishing Barents Sea Spieler in Fishing North Atlantic? Also wir haben so in etwa die Anzahl der Boote beibehalten. In Fischen Bärensee, sie waren das ja etwa 14 Boote, genau. So, also es wird auch wieder so um 12 bis 13 Boote sein. Also weil es sich jetzt noch in der Entwicklung befindet, sind natürlich jetzt alle Boote noch nicht fertig. Und ja, durch den neuen Lizenzpartner haben wir natürlich auch noch ein zusätzliches Boot bekommen. Aber es wird so um den Dreh wieder sein. Und mit diesen Booten natürlich kommen auch neue, wie schon eines erwähnt, neue Fangmethoden und neue Fischarten dazu. Genau, darüber haben wir ja schon gesprochen. So, Stichpunkt Wirtschaftssystem haben wir schon kurz drüber gesprochen, habt da drin. Ja, habt ihr das weiter ausgebaut in dem Sinne, dass man sagt, okay, wir gehen mehr in die, ich sag mal, Verarbeitung rein, weiter, tiefer rein? Oder sagt ihr, wir wollen gar nicht so tief, wir wollen das mehr so ein bisschen grober halten? Oder würdest du schon sagen, ihr seid mehr ins Detail gegangen? Ja, natürlich wollen wir den Wirtschaftsaspekt ja nicht vergessen, denn uns liegt ja schon sehr nahe, also wie die Fischerei überhaupt funktioniert. So, und dafür reisen wir dann an die Orte. Wir sind auch wieder im Juni, also quasi nach Kanada gereist, haben mit den lokalen Fischer gesprochen, haben die unterschiedlichen Bürgermeister getroffen aus den unterschiedlichen Häfen, die in Fishing North Atlantic präsent sein werden, haben viel Informationen gesammelt, um all diese Wirtschaft gut wie möglich, nicht natürlich zu 100% im Detail. Man muss ja schon gucken, es soll ja auch natürlich Spaß machen, und aber der Spieler wird schon wieder einiges lernen über Kanada, also wie das so funktioniert. Und zum Beispiel haben wir jetzt auch die KI-Systeme überarbeitet, also für die KI-Boote vor allem. Die gehen jetzt auch mit rausfischen und beliefern die Häfen auch mit Fisch. Das hat natürlich dementsprechend auch einen Effekt, also für den Fischpreis auf dem Markt. So, also das wird auch sehr interessant werden. Also es wird ein bisschen mehr ins Detail gehen, der Wirtschaftsaspekt. Ansonsten, habt ihr noch was an der Gameplay-Mechanik geändert? Weil, also bei mir war es immer so, ich bin halt per Schnellreise von Ort A zu Ort B gefahren, Ja. wurde aber irgendwie mit der Zeit langweilig und irgendwie alles so ein bisschen langwierig. Ich bin irgendwie nicht vorwärts gekommen. Habt ihr was für diese Spieler irgendwie umgeändert, die jetzt mal, ach, schnell vorwärts kommen wollen in dem Sinne? Ja, natürlich. Also ich kann sagen, es gab der eine Teil der Fangemeinde, der wollte wirklich alles abfahren. Also auch wenn er eine Stunde oder 2 Stunden die Küste abfahren würde. Das sind so die richtigen Hardcore-Simulationsfans. Und dann gab es die andere Hälfte wie du, die natürlich schneller vorankommen wollten. Deshalb haben wir die Schnellreise nicht weggelassen. Wir haben uns aber jetzt nur ein oder zwei Systeme überlegt, die sehr interessant für den Spieler werden könnte, um halt schneller voranzukommen. Das muss er natürlich erstmal herausfinden. Das eine ist sehr nämlich interessant. Okay, also auch hier noch nicht zu viel verraten. Okay, also du hast mir auch schon verraten, ihr stellt das ganze Spiel auf dem neuen Quasi Wasser. auf dem Kopf. Ja, das auch. Ihr stellt aber auch auf dem neuen Wassershader und Wetterrenderer um und arbeitet sozusagen mit Simul Software, hießen sie, ne? Genau, Simul Software, ja. Da arbeitet ihr jetzt mit zusammen. Was genau bezieht ihr von denen? Beziehungsweise der Name sagt ja schon, Wassershader. Ihr geht noch mehr ins Detail. Was ist so einzigartig? Was ist so einzigartig daran, diesen zu nutzen?
Wir wissen, Fischen Bernsie, also als wir Fischen Bernsie entwickelten, war ja so die Vorstellung, wir möchten eine robuste und attraktive Ozeansimulation. Und da hatten wir ja damals eine Kooperation mit so einem Open Source Community und die entwickelte eine Ozeansimulation namens Ocean Project. Und viele wissen, in Fischen Bernsie, die Wellen, die waren sehr unrealistisch für ein offenes Meer. Und als wir dann, als Simule auf uns aufmerksam wurde und die haben schon einen Wetterrenderer namens True Sky entwickelt, den auch einige kennen und auch viele AAA-Studios verwenden und wollten jetzt auch ihre eigene Ozeansimulation entwickeln. Das war natürlich für uns sehr attraktiv. Und es passte einfach, deshalb sind wir jetzt eine Kooperation mit denen eingegangen. Also wir werden jetzt den Wetterrenderer für unsere Himmelsdarstellung verwenden. Und da wird drunter zum Beispiel der Regenfall sein, der Nebel sein oder der Schnee und sowas. Alles fällt unter diese Himmelsdarstellung. Und die Wassersimulation, die wird jetzt die Wellen simulieren, das Heckwasser simulieren, Partikeleffekt und all das. Also es sieht sehr vielversprechend aus, die Kooperation, und wir entwickeln das jetzt gemeinsam. Also wir wollen noch ein Stück mehr dem Realismus nachkommen. Das hört sich doch gut an. Ja. So, Stichpunkt Entwicklung. Ihr habt euch ja auch entwickelt, bzw. wollt euch in der Zukunft entwickeln, hast du mir schon erzählt. Ihr werdet, ja. Bitte? Ja, das werdet ihr, das denke ich, wird man in Fischen Nordatlantik sehen, dass wir uns weiterentwickeln. Das ist ja immer schön gut. Jetzt sagen viele, okay, warum baut ihr keinen Multiplayer ein? Das ist halt immer so ein Ding, die Leute wollen mittlerweile in den ganzen Spielen Multiplayer haben, dann patch mal Multiplayer eventuell nach, manchmal geht es nicht, jetzt haut ihr aber ein neues Spiel raus. Warum habt ihr keinen Multiplayer eingebaut? Ja, diesbezüglich haben wir natürlich auch viele Anfragen von unserer lieben Fangemeinde erhalten. Wir mussten uns entscheiden und wir haben gesagt, okay, wir wollen jetzt das Einzelspielererlebnis nochmal verbessern, und deswegen entwickelt mir Fishing North Atlantic unter anderem, so ein Multiplayer ist auch nicht leider so übers Wochenende entwickelt, und wir arbeiten aber im Hintergrund daran. Und werden, ich denke, nach Fishing North Atlantic werden wir, denke ich, in Multiplayer übergehen. Also Fishing North Atlantic wird eine gute Basis sein für Multiplayer. Das war Fishing Bernsie eher nicht so, muss man sagen jetzt als Entwickler. Aber natürlich lieben wir unsere Projekte, wir stehen voll und ganz dahinter. Und ja, das ist natürlich, man muss sich entwickeln. Und ja. Das ist meine Ansage. Ja. Wir sehen uns dann im nächsten Teil mit Multiplayer wieder. Oder ich bin mal gespannt, ob ich dann nochmal die Frage stelle, wo ist euer Multiplayer? Also es steht definitiv ganz groß auf unserer Liste, und einige wissen ja nicht so, aber wir arbeiten nicht nur, also wir arbeiten noch sehr im Hintergrund daran, uns auch den Multiplayer-Aspekt anzueignen. Ja. Okay, alles klar. Jasmin, ich danke dir für deine Zeit. Es hat mal wieder Spaß gemacht. Man hört einfach, dass du mit Liebe dabei bist. Und ich würde sagen, wenn es ein Update gibt, dann hören wir uns vielleicht wieder. Vielleicht, auf alle Fälle. Vielleicht sehen wir auch erst uns im fertigen Spiel. Mal schauen, Leute. Ja, vielen Dank. Wir sehen uns in weiteren Gamescom-Videos wieder. Und ich sage Tschüss. Tschüss.